Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Auch am 21. August 2018, dem Tag nach dem Schanzenfest, kam es wieder zu Besuchen. So sollen einige Hater sogar in Hotels in Emskirchen übernachtet haben. In einem Video, so schien es, machte Rainer seinem ganzen Ärger Luft und brüllte lautstark, trotzdem seine Stimme bereits heiser war. Hey, gib doch nichts zu meinen! Ich hab doch nur Wichser! Was hat er gefahren? Wer hat er mitgelegen? Wer ist hier abgepackt? Damit spart dies jetzt ein! Ich will schon einen Tag in meinem Leben! Ihr würdet verlecken! Noch bevor zwei Stunden um sind! Ja, blöde Wichser! Ich mach euch alle kalt! Okay. Ihr habt doch keine Ahnung, Alter! Hör doch einfach auf! Ich will schon einen verfickten Tag in meinem Leben, Alter! Einen! Keine Stunde würde ich überleben! Ihr asozialer Wichser! Rainer, bist du jetzt immer noch unbesiegt? Hans, mach du Wichser! Du bist doch ein dummer, asozialer, abgefuckter Hurensohn! Warum machst du denn dann weiter? Nee, Rainer, warum machst du denn dann weiter? Halt mal eure Ruhe, Sohn, das gibt's für euch alle! Auch streamte Rainer auf YouNow unter dem Hashtag besiegt und kündigte an, dass es für einige Zeit nur noch Let's Plays und Streams, aber keine Videos auf dem Hauptkanal mehr geben würde. Alle seine Videos hatte er fürs Erste auf privat gestellt. Um gegen die Hater vorzugehen, standen sogar einige von Rainers Nachbarn neben der Straße und notierten die Kennzeichen der vorbeifahrenden Autos. Als Rainer am 22. August dann streamte, war er so heiser, dass er kaum reden konnte. Ich bin einfach nur heiser. Bisschen zu viel rumgeschrien wahrscheinlich in den letzten Tagen. Dann beschwerte er sich über Journalisten, die Interviews mit ihm führen wollten. Weil da welche von meiner Tour standen. Und es waren Reporter. Das waren zwei Varianten. Also es waren zwei Leute. Die ersten waren direkt mit so einer fetten Kamera, mit so einer Fernsehkamera. Und die andere und mit einer Reporterin, mit so einem Mikro. Und ich weiß nicht, von wem das war oder sonst was. Keine Ahnung, aber die sind dann da und haben sich aufgeführt wie die Hater, Alter. Stellen sie hinter rein, Herr Winkler. Schreie da vor und denke mir so, ey, geht's doch, sag mal ab, ist ja doch alle. Und haben dann auch, so asozial, die haben dann auch versucht, in mein Haus reinzufinden, weil ich war oben gestanden. Einer hat mich dann gesehen, weil ich ein bisschen nah am Fenster, weil ich stehe normalerweise weiter hinten, ne? Das sieht man mich nicht, weil es ist Empfindenszimmer zu dunkel. Aber da war ich mit meiner Freundin gestanden, ne? Und einer zeigt dann so hoch und der mit der Kamera schwenkt dann erstmal voll auf mein Fenster. Und ich voll weggesprungen, weil ich mir gedacht habe, es geht doch nicht mehr, Alter. Rainer erklärte, er würde sich kaum noch nach draußen trauen, da er Angst hatte, Hater würden sein Haus anzünden. In einem späteren Stream zeigte er sich erstaunt darüber, dass er nun auf YouNow viel mehr Likes bekam und Abonnenten hatte als vor dem Schanzenfest. Dann bedankte er sich bei der Polizei für die Arbeit, die sie geleistet hatten. Abends reagierte er im Stream auf einige der Berichte über ihn. Frauenfeindliche und rassistische Aussagen auf. Fucken, Alter! Da könnte ich schon wieder ausflippen. Was für rassistische Äußerungen mache ich denn bitte, Alter? Und nur weil ich mein Samurai-Schwert gezogen habe, ja, was einfach nur eine coole, was einfach nur eine coole Szene sein soll, gleich wieder als ja, das ist voll gewettet. Mich macht am traurigsten bei diesen ganzen Berichten, dass die es ein bisschen so hinstellen oder ich so das Gefühl habe, dass ich nur Hater habe. Ich weiß aber, dass das nicht der Fall ist. Ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich weiß, dass ich auch viele Zuschauer habe, die Fans sind oder die mich unterstützen. Daraufhin vergoss Rainer einige Tränen und schwelgte in Erinnerungen. Es sind keine Zettel, es sind Bilder.
Bild aus seinem Leben, das ich nicht mehr habe. An diesem Tag äußerte sich sogar der bayerische Innenminister Joachim Herrmann zum Schanzenfest und erklärte, dass alles getan werden würde, um die Ruhe im Dorf wiederherzustellen. Am 23. August erklärte Rainer, über einen Umzug nachzudenken. Allerdings würde er nur in ein Haus und nicht in eine Wohnung einziehen, da er Angst hatte, ansonsten rausgeschmissen zu werden. Am 25. August behauptete Rainer, dass Axel Strikes von seinem Hauptkanal verschwunden waren. Daraufhin erschien das Video Meine Stellungnahme zum 20.08.2018, in dem Rainer über das Schanzenfest und über Mobbing sprach. Viele von uns kennen das ganze Mobbing in der Schule. Und es ist verhältnismäßig natürlich harmlos. Obwohl ich natürlich auch jedem sagen würde, der in der Schule gemobbt wird, gib nicht auf, du schaffst das, du hältst es durch. Blödes Beispiel, aber schau, was mir passiert ist. Ich habe verhältnismäßig Schlimmeres durchgemacht und ich habe es auch überlebt. Für alle Medien, die dieses Video hier sehen, an dieser Stelle, ihr dürft es gerne hier rausschneiden, beziehungsweise ihr dürft auch gerne, was ihr davon braucht, benutzen. Aber stellt bitte richtig, dass ich kein Sexist bin, kein Rassist bin und dass ich auch kein, ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich jetzt Narzisst oder Nationalsozialist war, das ist ja ein Unterschied, aber ich bin weder das eine noch das andere. Im Gegenteil. Wenn ich die Chance sehe, mich für andere zu opfern, bin ich eigentlich ganz vorne dabei. Ich versuche immer anderen zu helfen. Das war schon mein ganzes Leben so. Deswegen wurde ich auch 10 Jahre lang in der Schule gemobbt. Auch wurde dieses Jahr bei der Kirchweih in Emskirchen beim Autoscooter der Song Herr Winkler von Serveny gespielt. Am 26. August berichtete Rainer im Stream, dass Reporter von der Bild-Zeitung bei ihm gewesen waren. Sein Umgang mit dem Chat demonstrierte, wie paranoid Rainer mittlerweile geworden war und dass er überall Hater vermutete. Manchmal frage ich mich, ob du alle für Hater hältst. Okay, weißt du was, Christian? Überleg dir den nächsten Satz bitte gut, bevor du rausfliegst. Du solltest dir mal überlegen, wie es in meiner Situation wäre und ob du in meiner Situation anders handeln würdest. Am 27. August nahm Rainer im Stream Meditonsin gegen seinen Husten, rauchte aber trotzdem Zigaretten. Abends erschien ein Bericht über das Schanzenfest vom österreichischen Rundfunk. In diesem enthalten war auch ein Interview mit Rainer, in dem er erklärte, über einen Umzug nachzudenken. Am 29. August war Rainer im Stream schlecht gelaunt und schnauzte einen seiner Abonnenten an. Wenn du mir jetzt halt aufhörst, auf die Nerven zu gehen, nehme ich dir den Rang weg und schmeiß dich aus dem TS. Weil ehrlich gesagt habe ich keine Lust, jetzt das Spielchen jetzt weiterzumachen. Wenn du mich verarschen willst, dann lasse es ganz bleiben. Dann haue ich dich raus und ich lasse mich halt weiter verarschen. Ich habe keinen Bock auf diesen Kindergarten. An diesem Tag reagierte auch Aiblali auf das Schanzenfest und erklärte, dass seiner Meinung nach durch das Versammlungsverbot nur noch mehr Hater angestiftet worden waren. Daraufhin stellte er seine Videos, die er gegen Rainer gemacht hatte, auf privat, da er sich von der Richtung, die das Drachengame angenommen hatte, distanzieren wollte. Am 30. August sprach Rainer im Stream über Mobbing und behauptete, er könnte rechtlich gegen die Hater vorgehen, da diese seinen Ruf schädigten. Am 31. August stellte er alle Videos auf seinem Kanal wieder auf öffentlich. Im abendlichen Stream konnte er kaum aufhören zu husten. Am 2. September 2018 erklärte Rainer im Stream, sich nun einen Pool bestellt zu haben. Später zeigte er einige Nachrichten, die ihm Hater auf WhatsApp geschickt hatten. Unter anderem hatte ein Hater behauptet, die ominöse NWO würde Rainer kriegen. Am 3. September war Rainer im Stream schlecht gelaunt und regte sich darüber auf, dass die Zuseher ihm immer wieder die gleichen Fragen stellten. Im Fernsehen haben sie gesagt, ja, und auch die Hater haben das so dargestellt, dass ich derjenige bin, der meine Zuschauer beleidigt. Ihr müsstet aber euch auch mal vor Augen führen, dass ich jede Frage milliardenmal am Tag beantworte und irgendwann kotzt es einen an. Manchmal fühle ich mich echt wie ein Kindergärtner. Ich komme her, bin am Streamen, und dann kommt jemand, oder ich hock daheim, ich bin irgendwas am Machen. Vor allem kommt mein kleiner Sohn mit vielleicht 3 Jahren daher und fragt, Papa, wie spät ist es? 2 Minuten später kommt er, Papa, wie spät ist es? Papa, wie spät ist es? Papa, wie spät ist es? Und das alle 2 Minuten.
Am 5. September lud Rainer das Video »Ich melde mich mal wieder« hoch. Im Stream ging er wieder einmal auf Provokationen der Hater ein. Und wenn ich noch so verwahrlost und noch so fett bin, bin ich immer noch mehr wert als jemand, der hier um die Uhrzeit reinkommt und direkt beleidigt und selber einen so kleinen Schwanz hat und im Internet solche Eier, aber im Real Life nichts davon vorhanden ist. Weißt du, das gilt für alle Menschen. Ihr könnt noch so gut aussehen körperlich. Wenn ihr einen solchen Charakter an den Tag legt, seid ihr die hässlichsten Menschen, die es gibt. Da kann selbst jemand mit Akne kommen, mit einem solchen Überbiss, mit einzelnen Zähnen, die komplett auseinanderstehen und keine Ahnung, Pickeln so groß wie dein Kopf. Und er schaut immer noch besser aus als du, wenn er einen besseren Charakter hat. Und du hast echt nichts Besseres zu tun, als um 4 Uhr, 5 Uhr morgens zu spammen. Alter, such dir ein Hobby und such dir ein anständiges Leben, für ein anständiges Leben. Du beleidigst mich, du gehst auf mich los und benimmst dich wie Abschaum. Du brauchst nicht vor mir vorwerfen, wie scheiße ich bin. Wenn du dich so benimmst, bist du nicht besser als das, was du zu mir sagst. In einem späteren Stream präsentierte er ein Häkelschwein und einen gehäkelten Drachen, die er von einer Zuseherin bekommen hatte. Auf den Vorschlag des Chats hin nannte er das Schwein dann Schanzi das Jägerschwein. Dann stritt sich Rainer mit einigen seiner Abonnenten darüber, dass er Leute für Fragen bezüglich der Hater bannte. Mein Stream und nicht deiner, ja? Mein Stream und nicht deiner, mein Stream und nicht deiner. Genau, mein Stream, nicht deiner. Wenn ich jemanden banne, dann geht dich das einen Scheißdreck an. Zu. Ich habe gewisse Verhaltensregeln, die ich an den Tag lege. Ich habe ich versuche einen gewissen Förmlichkeits- und Höflichkeitsstandard hier auf dem TS zu haben, auf dem Stream zu haben. Und wenn man sich nicht daran hält und es nach 100.000 Abmahnungen, die ich schon gemacht habe, Marcel, Dankeschön, dann kann man sich auch einfach mal daran halten, finde ich, wie ein Erwachsener und nicht wie ein Kleinkind. Und ich werde da auch keine großen Ankündigungen mehr machen. Und jetzt ist es gut. Und wenn es dir nicht passt, tu mir den Gefallen und sag's mir, dann fliegst du nämlich auch raus. Wenn ich jemanden banne, ist das meine Sache und nicht eure. Ich werde jetzt dir abonnieren. Mach das, Melissa. Naja, wir sind deine Community. Es geht uns schon was an, wenn du einen Teil von uns rauskickst. Ich kriege einen Teil von euch raus, was sie sich daneben benehmen. Punkt. Und ich werde mich darüber nicht weiter diskutieren. Und wer mir weiter damit auf die Nerven geht, kann auch gehen. Braucht mir nicht mehr vorwerfen, dass ich mich so schlecht verhalte. Wenn ihr euch wenn ein Teil von euch sich wie scheiße verhält, dann behandle ich ihn wie scheiße. Und scheiße spüle ich im Klo runter. Und ein Bann ist im Prinzip das Gleiche. Ich erwarte, dass ihr euch vernünftig verhaltet und nicht wie Kinder, die hier Scheiße bauen. Am 6. September erschien der Würstchen-Simulator »So isst man eine Winde, richtig?« In dem Video isst Rainer eine Wurst und kündigt an, in einem kommenden Video eine Gurke zu essen. In dem Video »Was ist das schon wieder?« saß Rainer einfach nur 5 Minuten vor der Kamera, ohne zu sprechen, und rauchte Zigaretten, während im Hintergrund Musik lief. Während Rainer an diesem Tag streamte, hatte er Schanzi auf seiner Schulter sitzen und sprach über seine Karriere auf YouTube und Unbestechlichkeit. Ich habe mir etwas aufgebaut, was zugegeben sehr umstritten ist, aber ich bin einer unter Millionen, der eine gewisse Reichweite erreicht hat. Und von allen, die mit YouTube anfangen, oder von allen, die denken, die können damit was reißen, schafft es nur eine ganz, ganz kleine Handvoll davon. Und ich meine wirklich eine Handvoll. Es sind vielleicht 5 oder 10 Leute von Tausenden oder Millionen von Leuten, die das machen. Und wenn ich damit untergehen werde, dann ist es eben so. Aber dann kann ich am Ende guten Gewissens sterben und wissen, dass ich alles getan habe, was in meiner Macht stand. Nein, Kakashi, ich finde nicht, jeder hat seinen Preis. Es gibt Leute, die sind dafür gestorben, dass sie keinen Preis haben. Nicht jeder Mensch ist käuflich. Es gibt Menschen, die sind dafür gestorben. Es gibt Leute, die wurden bestochen und da hat es geheißen, mach das oder du stirbst. Und die haben sich für den Tod entschieden und das geht bei mir nicht anders. Ich glaube an etwas und für das, was ich glaube, bin ich bereit, in den Tod zu gehen, wenn nötig. Aber das versteht vor allem heutzutage kaum noch jemand. Als Rainer zu einem Lied mit seinem eigenen Text mitsang, war der Chat voll mit der Frage, was ist dein Lieblingseis, für welche Rainer ein paar Tage davor einen zahlenden Abonnenten gebannt hatte.
Wie fühlt sich's eigentlich an, von einem Sonderschüler so vorgeführt zu werden? Ihr habt doch keine Chance, ihr seid doch die Loser. Es gibt keinen Tag, an dem der Hate stärker sein wird als die Vernunft. Das werdet ihr irgendwann noch begreifen, hoffe ich zumindest mal für euch. Wäre besser für euch. Und wegen euch Kindergarten hole ich bestimmt nicht. Warum sollte ich? Ich bin immer noch hier und ich bin immer noch stärker als ihr. Und das wird sich auch für den Rest meines Lebens nicht ändern. Ich mache das seit 4 Jahren. Und ihr habt seit 4 Jahren keine Chance gehabt. Also kommt, gebt endlich auf und lasst es endlich bleiben, Alter. Sucht euch eine vernünftige und anständige Unterhaltung und vor allem eine vernünftige und anständige Geschichte zu machen. Anstatt irgendwie so Hobby zu haben, einen anderen Menschen auf die Eier zu gehen. Es ist erbärmlich dumm und kleinkariert und hat zeigt von nichts wirklich viel, Alter. Am 7. September wurden Rainer Namensvorschläge für den gehäkelten Drachen gemacht und es kam zum Streit mit den Abonnenten. Adipulsi ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, was das finde ich jetzt halt so schön. Also Adipulsi gefällt mir nicht. So, weißt du nicht, was Adipositas ist? Nein? Ich glaube, das ist irgendeine Krankheit oder sowas. Aber ich bin mir nicht sicher. Gehört habe ich den Begriff schon mal, ich kann damit leider nur nichts anfangen. Aber vergaß, man darf ja keine konstruktive Kritik üben. Och, weißt du was, wenn du weiter provozieren willst, dann verpiss dich bitte. Er kriegt 5 Euro von mir im Monat. Weißt du, es ist keine Entschuldigung dafür, sich wie ein Arschloch zu verhalten, nur weil du hier abonnierst und dafür Geld ausgibst. Auch wenn du dafür Geld ausgibst, sich wie ein Arschloch zu verhalten, dann bist du trotzdem ein Arschloch. Und jetzt reicht's mir, André. Deine Provokationen kannst du in die Tonne treten, du Arsch. Am 8. September erschien das Video an alle von Zuschauer bis hin zu Film und Fernsehen. Ich bin da, akzeptiert das, indem sich Rainer bescheiden, aber kämpferisch gab. Im Stream beschwerte er sich über einen Artikel, der in der Bild über ihn erschienen war. Der Drachenlord pöbelt wieder. Können die mich endlich mal in Ruhe lassen und endlich mal die Fresse halten? Wartet mal, ich lese euch das mal vor, was hier schon wieder für Lügen erzählt werden. Emskirchen. Jetzt pöbelt er wieder. Drachenlord. Rainer W., 29, hat auf seinem Junau-Kanal seine Gegner beschimpft. Ich habe lediglich die Leute beschimpft, die hier Scheiße bauen. Meine Fresse. Dennoch zog sich Rainer W. etwas zurück. Ich habe mehr gestreamt als die ganzen letzten Monate. Danach zog sich Rainer W. etwas zurück. War auch selbst angegriffen. Was? War auch selbst angegriffen. Hä? Ey, ohne Scheiß. Bild-Zeitung, hört auf, diese Scheiße noch weiter aufzupushen. Kapiert ihr nicht, dass ihr das schlimmer macht, anstatt besser, ihr Idioten? Aber wenn die jetzt so weitermachen, werde ich mich gegen die Bild-Zeitung mal auflehnen, weil mich regt es langsam auf. Die brauchen nicht zu glauben, dass die so viel mächtiger sind, Alter. Klar, Bild-Zeitung liest halt ganz Deutschland. Aber meine Videos und meine Streams verfolgt auch die halbe Welt zurzeit. Ich hab mir da schon ein bisschen was überlegt. Das denke ich, da spiele ich schon ein bisschen länger damit. Wenn die denn jetzt langsam eine Richtigstellung von dem Scheiß drücken oder auch mal positive Sachen bringen, sondern nur negative, dann werde ich mir da mal ein bisschen was überlegen, was ich da umsetze. Oder besser gesagt, ich werde ein paar der Überlegungen auch umsetzen. Weil es geht mir richtig auf die Eier. Das ist so ein richtiger Bullshit. Anschließend band er seine Haare zu einem Zopf. In dem Video 79.830 Abos gab Rainer an, dass er aufgrund Hater, die deabonniert hatten, etwa 140 Abonnenten verloren hatte, gab sich aber zuversichtlich, bald 80.000 Abonnenten zu erreichen. Auch warf Rainer an diesem Tag eine Eisenstange in Richtung von Besuchern, die ihn provoziert hatten. Im abendlichen Stream richtete er eine Ansprache an seine Zuseher. Leute, ich sage euch was ich ganz ernsthaft meine. Und da rede ich für. Ich rede jetzt mal zu alle. Ob Zuschauer, Fan oder Hater. Wenn ihr es anpackt, schafft ihr alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles, was ihr euch wünscht. Lebt eure Träume. Der Song von Digimon hat mir sehr viel Kraft gegeben in meiner Schulzeit, in meiner Kindheit. Lebt eure Träume, kämpft dafür. Wenn ihr nicht macht, andere kämpfen für eure Träume nicht.
Am 9. September sprach Rainer im Stream über seinen neuen Pool und offenbarte, dass er keine Unterhose trug. An diesem Tag eröffnete er auch auf Blogger seinen ersten Blog, den er Draches Blog nannte. Dort veröffentlichte er den Eintrag 20.08.18, mein Tag in der Hölle, in dem es allerdings weniger um das Schanzenfest als um seine generellen Erfahrungen mit Hatern in den letzten Jahren ging. Zusätzlich warf er anderen, größeren deutschen YouTubern vor, ihn nicht ausreichend zu unterstützen. Als Rainer später erneut streamte, behauptete der Junauer LXTV, seinen Job als Barkeeper verloren zu haben, da ein Hater seinem Chef von seinem Junau-Kanal erzählt hatte. Rainer zeigte sich bestürzt und beschwerte sich über die Hater. Wir haben ja nicht mal Privatkontakt. Was haben die echt so eine Macke, Alter? Das zeigt doch mal wieder, was für Psychos das überhaupt sind. Ich meine, abgesehen davon, dass die jetzt gerade wieder rumspammen sind wie die kleinen Wichsgesichter, das kann doch echt nicht euer Ernst sein, Alter. Das sind einfach Kacke. Rainer, merkst du was? Ich merke, dass ihr Arschlöcher seid und ich merke, dass ihr auf Leute losgeht, die nichts mit mir zu tun haben. Ich merke, dass ihr jedes Mal mich vorschiebt, wenn ihr irgendeine Scheiße baut. Das merke ich, ja, durchaus. Ey, ganz im Ernst, Leute. Jeder Mensch, der anderen Leuten auf den Piss geht und das in meinem und das macht dann und hinterher sagt, fing im Rennen. Ey, ohne Scheiß, da geht mir so der Hut hoch, ey, ihr Wichser, Alter, ohne Scheiß. Merkt ihr überhaupt noch, was ihr für ein asoziales Pack seid, Alter? Ey, ganz im Ernst, wie asozial ist es denn, irgendjemanden den Job streitig zu machen oder wegzunehmen oder klauen zu lassen oder sonst was und dann herzugehen und dann sich rausstellen lassen, dass es wirklich mir ist, Alter. Ihr habt ja wohl mal alle an der Waffel. Was ist das für ein asoziales Land? Langsam aber sicher geht mir das echt auf die Eier. Das kann doch nicht euer Ernst sein, was ihr hier für eine Scheiße abzieht. Und hört ihr mal auf zu spammen, ihr absolut asozialen Wichser, Alter. Ihr seid doch echt der letzte Abschaum. Ey, ohne Kack, mir geht es nicht in den Schädel, wie sowas passieren kann. Wie kann man auf jemanden losgehen, der mich lediglich gut findet oder die Sachen oder die Videos oder sonstiges Zeug, was ich gut finde, so angeht. Ihr habt doch echt nicht mehr alle an der Latte, Alter. Genauso wie die Leute, die ihr hier im Dorf die ganze Zeit belästigt, ey. Ey, da geht mir jetzt echt gerade der Hut hoch, Alter. Das kann doch echt nicht euer Ernst sein. Alex, es tut mir echt leid, dass es solche asozialen Wichser gibt. Auch wenn ich nicht verstehe, dass dann... also ich meine, ich kenne die Situation jetzt ja nicht genau. Aber... x-beliebiger Wichser, halt die Fresse! So. Auch wenn ich es nicht verstehen kann, wie das jetzt genau passiert ist oder wie das passieren kann. Aber es kann einfach nicht sein, dass es wirklich... Ganz ehrlich, was ist das für ein Land, in dem sowas passieren kann? Halt die Fresse, du abgefixte Ranzscheiße, Alter. Ganz im Ernst, Leute, ihr solltet mal euer Hirn einschalten und dann mal drüber nachdenken, was für einen absoluten Scheißdreck ihr da baut. Ganz im Ernst. So, ich war eigentlich den ganzen Tag gut drauf, den ganzen Stream gut drauf, aber jetzt musste ja mal diese Scheiße wieder passieren da. Das ist echt, ich kapiere nicht, wie Menschen so ein Abschaum sein können. Wenn du mir jetzt absichtlich provozieren willst, wirst du es bereuen, Boogie. Ich mein's ernst. Also ganz im Ernst, ihr solltet mal ernsthaft auf euer Leben klarkommen. Weil, ganz ehrlich, von uns, ja, also mir und den Hatern, haben definitiv die Hater den größeren Schaden. In dem Video, mein Blog, berichtete Rainer darüber, weiterhin Abonnenten zu verlieren, rief aber die Hater dazu auf, ihn zu deabonnieren. Dann bewarb er seinen Blog und beendete das Video frühzeitig, da sein Handy läutete. Auch wenn Rainer es nicht zugeben wollte, hatte ihm das Schanzenfest schwer zugesetzt, sowohl körperlich als auch psychisch. Vor allem aber war dadurch eine neue Eskalationsstufe erreicht worden, die als Messlatte für zukünftige Besuche dienen würde.